da sind wir wieder. Hallo. Jetzt warte ich mal einen kleinen Augenblick, bis noch ein paar dazukommen, hoffentlich. Ja, Nummer 1 hat mich schon gefunden, sehr schön. Jetzt sehe ich natürlich keine Kommentare und nichts, weil ich jetzt hier direkt über die Kamera drin bin. Aber das ist jetzt halt mal so. Also werde nur ich jetzt hier reden und erzählen. Und ich gucke mal, ob ich vielleicht doch irgendwas sehe auf meiner Seite. Ja, da sind auch schon 4. Sehr schön. Ich werde jetzt hier nur mal den Ton von meiner Kamera ausschalten, damit ich, ja, und jetzt, jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber ich kann halt im Moment, ich habe einen Fehler gemacht tatsächlich beim Einrichten und jetzt bin ich mit dem Handy nur drin und ohne, dass ich das umschalten kann. Und das Ganze sehe ich jetzt auch nur verzögert und deswegen schaue ich mal, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. So, nochmal das Malhörnchen. Ich zeige es euch nochmal in die Kamera. Also hier ist das tolle Teil. Da könnt ihr sehen, wie das aufgebaut ist. Ist hier vorne dieser kleine Behälter, wo, mal gucken, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera, genau. Dieser kleine Behälter, wo dann die Farbe reinkommt. Die habe ich schon reingemacht hier mit einem kleinen, feinen Pinsel. Und dazu habe ich mir die Gouache hier in meinem Behälter sehr, sehr dünnflüssig angerührt, damit die durch diese mega, mini, kleine Tülle da vorne auch wieder raus kann. So, also, und jetzt schreibe ich sie nochmal an. Ich glaube, es ist direkt jetzt trocken geworden. Na toll. Also einmal auswaschen. Die ist jetzt sofort angetrocknet. Das war jetzt natürlich der klassische Vorführeffekt, wenn man die ganze Zeit erzählt und beziehungsweise Probleme behebt, trocknet einem die Farbe hier drin ein. Das ist aber kein Problem. Also ich habe das jetzt einfach in Wasser getaucht und habe das jetzt ein bisschen ausgewaschen und hier mit dem Tuch ein bisschen getrocknet. Und ja, ein bisschen Wasser kommt hier noch raus. Man kann es hier sehen auf dem Ausstreichblatt. Ich mache mal gleich einen Strich damit, einen dünnen, sogar ein kleines bisschen Farbe ist noch drin. Und das lassen wir einfach mal da. So, aber fangen wir einfach nochmal von vorne an und nehme die Farbe hier vom Pinsel auf und tropfe die hier in diese Tülle rein. Also die genaue Konsistenz, da müsst ihr echt rumprobieren, wenn ihr dieses Teil habt. Ich habe es über Amazon bestellt. Erstens mal habe ich im Moment kein Auto, um irgendwo hinzufahren. Und zweitens wüsste ich auch jetzt nicht, wo ich das kaufen soll, hier bei uns in der Umgebung. Deswegen, ja, und wie ihr seht, kann man mit diesem Malhörnchen, mit dieser wunderschönen feinen Tülle, hier wirklich ganz herrliche, feine Linien zeichnen. Und dem Ding ist das auch total egal, ob ich es ziehe oder schiebe, ob ich damit senkrecht oder waagerecht schreibe. Ja, schreiben, ne? Ich kann damit auch ganz normal schreiben, wenn ich will. Mehr wie. Ich bin so begeistert von dem Ding und was das Schöne halt jetzt ist, ich kann hier Aquarellfarbe reinmachen, ich kann Tusche reinmachen, ich kann da Gouache reinmachen, ich kann, ja, alles, ich kann so, Acrylfarben ginge auch, aber ich möchte eigentlich keine Acrylfarbe damit verwenden, weil ich keine Lust habe, dass sich das dann doch zusetzt und deswegen lieber wasserlösliche Farben. Davon abgesehen bin ich sowieso, wie ihr wisst, kein so ein großer Acrylfarben-Fan, aber das geht natürlich auch. Das Malhörnchen ist dann eben, wie ihr schon gesehen habt, total easy zu reinigen. Einfach in einen Pott Wasser damit. Das ist Metall, Messing, das rostet nicht. Und abtrocknen, vielleicht ein bisschen durchpusten. Einmal, dass der Rest Farbe noch rausgeht. Und wenn es doch mal eingetrocknet ist, dann kommt da hier so eine Nadelspitze mit dazu. Das ist eine ganz super feine Nadel. Und die
kann man dann hier reinstechen und damit sticht man dann hier vorne diesen Kanal nochmal durch und kann damit quasi das Ganze reinigen. Also, das mache ich auch jedes Mal, wenn ich die benutzt habe und lege es dann jetzt wieder weg. Ja, auf dem Blatt so kann ich damit zeichnen und ich kann natürlich dann auch auf der Gouache wieder damit zeichnen. Und das werden wir dann demnächst machen. Aber jetzt erstmal will ich ein bisschen meditative Wellen mit euch malen. Und dafür habe ich mir drei verschiedene Gouache-Farben angemischt und damit werde ich das, was ich jetzt hier so angelegt habe, einfach mal ausmalen. So, ich gucke noch mal, wie es aussieht. Ich sehe zwar jetzt eure Kommentare, aber ne, wie sieht's aus? Sehe ich eure Kommentare? Ja, ich sehe eure Kommentare. Ihr dürft ruhig jetzt auch wieder schreiben oder vielleicht malt ihr auch einfach nur mit. Genau, ich habe drei verschiedene Gouache-Farben angelegt. Einmal eine hellere, die habe ich mir auch schon, ja, ist noch nicht ganz dünn genug zu malen, stelle ich gerade fest. Kommt noch mal ein Tropfen Wasser dran. In diesem Blau, womit ich jetzt hier auch gezeichnet habe, eine schöne, satte, cremige Gouache angelegt. Und damit werde ich jetzt hier, ist schon trocken, genau, werde ich jetzt hier drauf rummalen und mir die Wellen anmalen, aber wirklich genauso, wie ich gerade Lust habe. Wellen malen, habe ich festgestellt, tut auch gut, genauso, ist immer noch ein bisschen zu dick, genauso wie Kreise malen. Ist Wellenmalen auch so richtig was Schönes. So. Und durch diese drei unterschiedlichen Farbtöne, die ich jetzt hier habe, kann man nämlich auch schon so eine gewisse Tiefe erzeugen. Und durch den Pinsel gleiten lassen. So, die habe ich jetzt so richtig schön satt und opak angemischt, hier diese Sorte. Und da geht so richtig schön Farbe drauf. Und sie ist tatsächlich fast ein bisschen zu dick noch. Wenn ihr Gouache anmischt bis zur richtigen Malkonsistenz, dann achtet auf jeden Fall drauf, nicht so viel Wasser, nicht so großzügig Wasser direkt reinzugeben. Das hängt auch immer davon ab, wie fest oder flüssig schon die Ausgangsfarbe ist. Da seid vorsichtig mit der Menge des Wassers, sonst ist sie schnell zu dünn und dann deckt sie nicht mehr. Und das ist ja halt das Schöne hier dran, diese wunderbare cremige Konsistenz. Das Mehrweh lasse ich jetzt mal hier stehen und mache hier unten weiter mit der nächsten Welle. Der Trick an der Sache ist dann eben rauszufinden, wie ist die Konsistenz richtig, dass sie genau schön deckt, aber eben noch gut zu verteilen ist. Und hier an meinem, die ist immer noch so ein bisschen zu dick, hier an meinem Pinselende. Ich kann sie jetzt nicht so schön cremig, so schön auslaufen lassen, dass sie auch eine gute Spitze malt. Deswegen mache ich jetzt noch mal einen Tropfen dabei. So, und ich habe es eben, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wir bei Konsistenz sind, für das Malhörnchen, da heißt es wirklich ausprobieren, welches die richtige Konsistenz ist für die Farbe, damit das gut durch das Hörnchen und durch diese Halbmillimeter Spitze gut durchläuft. Also da müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. Und jetzt läuft die aus. So. Wunderbar. Alles, was gut tut und Gouache ist good for you. Also für mich auf jeden Fall.
Ah ja, wir nähern uns der richtigen Konsistenz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und jetzt kann man die so ziehen und verteilen. So, ja. Ja, ihr Lieben, wer noch zuschaut, wer jetzt hier das Video auch gefunden hat, schreibt noch mal einen kurzen Pieps rein, wie den Maria eben so schön wörtlich genommen haben. Ja, ein kurzes Lebenszeichen von euch wäre total schön, ob ihr mich jetzt gut seht, gut versteht und ob ihr mitmalt oder einfach nur zuschaut. Jetzt habe ich hier. Ich glaube, mit der hellen Farbe lassen wir das jetzt erstmal. Hallo Elvira, sehr schön. Hallo Gabi, sehr schön. Jetzt sehe ich eure Kommentare dann doch richtig. Super. Erika. Herrlich. So, dann werde ich mal mit der dunkleren, oh, die ist auch noch. Ich werde jetzt den Pinsel hier nicht groß sauber machen. Das ist okay, wenn der von der helleren Farbe jetzt noch was drin hat. Aber ich merke, dass die Farbe hier total noch viel zu dick ist. Die muss ich mir noch ein bisschen verdünnen. So. In meinem Wasserbehälter hier ist übrigens destilliertes Wasser aus meinem Wäschetrockner. Da sind dann eben keine, die ganzen Mineralien nicht mehr drin. Und wer kalkhaltiges Wasser hat, dem kann ich das nur empfehlen. Bei uns ist das okay. Wir haben nicht so viel Kalk im Wasser, aber trotzdem ist es eine gute Verwendungsmethode für das ganze Kondenswasser da. Ja, schau es gerne zu. Sehr schön. Hallo Anke, hallo Silvia. Schaue und höre beim Zuschauen den Wind in den Bäumen. Das ist wie Meer. Ja, genau. Sehr schön. Ja, bei uns hat es direkt aufgehört zu regnen. Nee, regnet immer noch. Okay. Also Wasser draußen, Wasser drin und auch wenn es nur hier quasi symbolisches Wasser ist, Wasserfarbe. Denn hier oben den Horizont, dann nehme ich jetzt mal die dunkelste Version meiner Mischungen hier. Und wenn ich nachher Wellenkonturen noch vielleicht malen will, dann brauche ich eine etwas dunklere Gouache für mein Hörnchen. Eine Pipette ist eine super Idee. Also, ich habe hier eine aus einem Kosmetikteil-Dingsy hier mit der Pipette, aber du kriegst die natürlich auch, wenn du irgendwo im, ja, sag schon, Künstlerbedarf irgendwo kaufst. Da gibt es diese Kunststoffpipetten. Ich habe jetzt gerade hier, doch, hier ist eine. Ha. Da gibt es diese Kunststoffpipetten. Hier gibt es 10 Stück für ein Apfel und ein Ei. Also, sowas taugt da wunderbar. Und hier nehme ich jetzt den unteren. So. Und auch hier unten drunter. So, ich bewege mich da jetzt mal wirklich hier an meinen Vorzeichnungen entlang, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt nötig ist. Und hier haben wir das. Na, da werde ich mal mit einer anderen Farbe kommen. So, hier. Wellen. Ja, die läuft schön. Die läuft jetzt richtig schön hier. Und die lassen wir. Das Meer, wie bleibt das stehen? Und hier im Knick. Wellen. Und ich mache hier auch noch mal, wenn es mir gerade Spaß macht, noch eine Welle. Hallo Helga, Piep. Schön, ja, ich genieße die auch gerade. Das macht mir gerade voll Spaß.
Und sich dabei vorzustellen, dass man da gerade vielleicht drin schwimmt oder auf einem Boot drauf schaukelt. Und das ist jetzt ganz egal, ob das jetzt wirklich im Meer ist oder auf einem See oder auf einem Fluss. Auf jeden Fall Sommer und Wasser. Und genießen, die Schönheit des Lichts betrachten. Weiter direkt. So. Vom Wasser aus Landschaft angucken, das finde ich auch immer so total spannend. Ich liebe es, Boot zu fahren in jeder Hinsicht. Ja, kaum zu glaubende 11 Jahre her, dass ich zuletzt segeln war. Boah. Fällt mir jetzt gerade ein. Und dann, ja, mal gucken, was ich dann hiermit mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen da auch noch so ein paar Fische zum Einsatz. Mal sehen. Im Moment freue ich mich hier an den Wellen und dass diese Farbe so unheimlich schön läuft. Ach, die ist wunderbar. Okay. Hier auch noch mal setzen und hier noch mal von dem hellen Ton, dunklen Ton, Entschuldigung, den dunklen Ton. Ein Delfin vielleicht, wer weiß. Lass uns sehen, was da die Zeichenlust nachher bringt. Ein Delfin oder ein Wal oder vielleicht wird es wieder ein Fischebuch. Fischebild, keine Ahnung. So, hier ist noch mal die dunkle Welle. Und ich glaube, nee, hier kann auch noch, hier schwappt es noch mal ein bisschen. Und na, da haben wir die helle, da haben wir dann die grüne Welle, dann mache ich jetzt hier noch mal eine blaue Welle drauf. So, und jetzt machen wir den Rest mit dem wunderbaren. Ein Schiff wird kommen, ja. Okay, ich überreiche jetzt der Erika das Mikro, damit sie den Gesangspart übernehmen kann unserer heutigen Übertragung. So, die Farbe, dieses leicht grünliche, ist viel zu dick. Viel zu, viel zu, viel zu dick. Und vor allen Dingen merke ich gerade, ich habe viel zu, viel zu viel gemacht. Also, wie gut, dass ich da eine große Leinwand hängen habe, auf der ganz viel Platz ist für ganz viel Farbe. Da sind schon grüne Wellen drauf und da kommen dann auch noch blaue Wellen drauf. Ja, und langsam wird es. Sehr schön. Ein Gunkelchor, das fehlt noch, genau. Das fehlt noch, der Gunkelchor. Kommst auf Idee. So. Lass mal die auslaufen. Die grüne Welle ist ein bisschen dicker als die anderen. Okay, ich glaube, die eine Ecke lasse ich da auch noch mal hell oder ich gehe noch mal mit einer noch helleren Farbe drauf. Das geht ja auch. Malhörnchen als Taktstock, ja. Du bist echt unschlagbar, liebe Erika. Ganz großartige Ideen. Super schön.
Ihr habt jetzt alle mitbekommen, wie das Malhörnchen funktioniert. Piepsende Pipette. Ihr macht mir Spaß heute, echt. Ihr macht mir heute so richtig Spaß. Dankeschön. Das ist wunderbar. Piepsende Pipetten. So, ich hatte piepsendes Auto. Das hat mir gereicht. Nehme ich tatsächlich lieber, liebe Maria, piepsende Pipetten. Ach, die Farbe läuft so schön. Ja, wunderbar. Schaukeln müssen. Und da fällt mir direkt wieder was ein, was wir beim letzten Turn haben wir Captain Blaubär gelesen. Und wo ich jetzt gerade hier so dabei bin, habe ich doch sofort das Gedicht von Fredda der Berghutze auf den Lippen. Blau muss mein Geliebter sein, blau wie Wild, nee, wie war das? Blau wie, keine Ahnung, wie Blaubeerwein oder was? Blau wie himmelweit und leer, blau wie großes wildes Meer. Bist du gelb? Nein, danke schön. Abgelehnt wird auch das Grün. Selbst ein Rot kann mich nicht locken. Blau nur haut mich aus den Socken. Blau wie süßer Blaubeerwein, das war es genau, das habe ich vergessen. Wie konnte ich nur das Blaubeerengedicht vergessen? Schöner Seegang bei mir, ja. Sabine, tatsächlich kenne ich das mit dem Hein Blöd ja null. Ich hab das nie gesehen. Also mit dem Captain Blaubeer bin ich wirklich erst beim Segeln in Kontakt gekommen und dann eben wirklich in diesem 13,5 Leben des Captain Blaubär, dieses Buch von Walter Mörs. Und ja, wir haben uns das dann abends an Bord vorgelesen und das war echt voll der Spaß. Das war dann unsere Fassung von Hafenkino quasi. So. Ja, ich glaube, das lasse ich mal so. Und hier in der Mitte kann man noch, da kann man noch was reinschreiben. Das finde ich ja jetzt echt voll schön. Also, meditatives Malen mit Gouache. Wellen, Kreise, Linien, Streifen. Also, fühlt euch wohl mit was ihr wollt. Und ja, ich kann euch meine herzensschöne Gouache einfach nur ja, ans Herz legen. Habt Spaß damit und probiert's mal aus. So, was sagt ihr? Macht nichts. War doch auch supi. Ja, danke schön. Okay, wir sind jetzt fast über eine Stunde, halbe Stunde dran und ich glaube, es ist an der Zeit, Dankeschön zu sagen fürs Zugucken. Und ja, wenn noch Fragen zum Malhörnchen sind, beantworte ich die gerne. Und ich zeige euch dann auch gerne hier mein Wellenbild, wie es dann ganz fertig aussieht, wenn da noch die Meerlebewesen mit dazukommen. Vielleicht würden sie auch Meerjungfrauen, keine Ahnung. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem Malhörnchen hier drin gunkeln. Das so viel steht mal fest. Ohne geht nicht. Gut, dann lassen wir es mal gut sein jetzt damit. Da ist ein großer Wellenbuckel. Uiuiui. Das freut mich, Elvira, dass du schon gespannt bist. Ich bin's auch. Mal sehen, was sich da zeigt noch.
Ja, jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Habt noch viel Spaß, bei welchem Wetter auch immer. Danke, danke Helga für die netten Lebewesen, die du mir da gerade geschickt hast. Super. Okay. Habt einen ganz tollen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute so unheimlich schön zahlreich. Freue mich sehr. Vielleicht ja, ist die Uhrzeit 12:30 Uhr doch gar nicht so schlecht. Wenn da der ein oder andere vielleicht in der Mittagspause ist und Zeit hat, mal reinzuschauen, dann werde ich einfach diese Uhrzeit jetzt mal behalten und sehen, wohin es führt. Also, habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Hier sind wir. Ich muss ja jetzt hier oben an meinem Handy die Stopptaste drücken. Also, bye bye.